Nein, es gibt kein Eis, keine Pizza, kein Nutella-Brötchen in meiner Ernährungsplan und wird auch nie in meinem Ernährungsplan stehen. Herzlich willkommen, Freunde, bei Andreas Liebenbacher, Personal aus Karlsruhe, bekannt als Mr. T. Jetzt habt ihr gerade gedacht, Alter, 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 ist der drauf. Der kann mir doch nichts verbieten. Ich möchte euch auch gar nichts verbieten. Und das geht es ja eigentlich auch gar nicht. Sondern es geht einfach darum, dass ich immer wieder erlebe, dass Menschen mit Wünschen der Gewichtsveränderung zu mir kommen. Die haben, gut, bei mir kommen natürlich in der Regel, da ich selber schon etwas zur älteren Generation over 50 gehöre, kommen eigentlich zu mir nicht die 20, 22, 23-Jährigen, sondern in der Regel kommen für mir Personen, ja, über 30 im Durchschnitt. Menschen, die über 30 sind, die auch zum Teil schon relativ oder beziehungsweise einiges an Übergewicht mitbringen und natürlich auch schon über teilweise 10, 15, 20 Jahre so eine Routine haben in ihrem Essverhalten. Und dann kommt oft die Frage, ja, darf ich jetzt keine Pizza mehr essen, keine Schokolade mehr essen, kein Wein mehr trinken, kein was weiß ich was alles essen, keine Torte mehr. Freunde, jetzt mal im allen Ernst. Ich werde euch natürlich in meine Ernährungsplanung, wenn ich also Ernährungsplanung erstelle, dann gibt es da Frühstück, Mittagessen, Abendessen und zig verschiedene Tage, die ich aufstelle, welche Kramlinge und so weiter man essen sollte. Da werdet ihr sicherlich natürlich keine Pizza, keine Gorgonzola-Nudeln finden, da werdet ihr keine Empfehlung finden, ihr sollt am Abend 2 Gläser Wein trinken, da werdet ihr auch keine Empfehlung finden, dass ihr so und so viel Eis pro Tag essen sollt. So, meine Ernährungsberatung, so wie ich sie gestalte, ist natürlich erstmal so weit wie möglich artgerecht, dass wir uns so weit wie möglich artgerecht ernähren. Zusätzlich auch so weit wie möglich bedarfsgerecht, je nachdem, was für einen Beruf ich habe, was für ein Ziel ich habe, was für ein Trainingsziel ich habe, welchen Wunsch ich habe, ist die Ernährungsplanung natürlich darauf ausgerichtet. So, und jetzt kommen wir zu dem schönen Teil, beziehungsweise dem unangenehmen Teil für die meisten. Ja, aber was ist mit Süßigkeit? Ja, aber was sind meine geliebten Butterbrezel? Ja, aber was ist mein geliebten Nutella-Brot? Ja, aber was ist mein geliebten Pizza, Burger, was weiß ich was alles? Das dürft ihr natürlich auch gerne weiterhin zu euch nehmen. Das ist ja kein Problem. Warum? Aus einem ganz einfachen Grund, weil ihr eigenverantwortlich unter anderem auch eure Ernährung gestalten sollt. Das bedeutet, wenn ich euch aufgeschrieben habe, was ihr essen sollt, da ist es natürlich ganz klar zielorientiert. Ihr gebt mir einen Auftrag, ihr möchtet so und so viel Kilo abnehmen. Dafür sorge ich, indem ich euch eine so weit wie möglich gesunde Ernährung empfehle, die ich natürlich auch entsprechend fixiere mit den jeweiligen Nährstoffen. Wenn ihr aber sagt, pass auf, ich brauche unbedingt in der Woche so und so viel mal Schokolade, ich brauche in der Woche einfach meine 3, 4 Gläser Wein, ich brauche einfach in der Woche 1, 2 Mal meine Pizza, ich brauche jeden zweiten Morgen mein Nutella-Brötchen, dann könnt ihr das gerne machen, das ist ja überhaupt kein Problem. Warum könnt ihr das machen? Ganz einfach. Weil ihr eigenverantwortlich, jetzt kommt es nochmal, ich betone es ganz klar, eigenverantwortlich sagen könnt, das brauche ich. Ich kann nicht ohne meine Nutella leben, ich kann nicht ohne mein Eis leben, ich kann nicht ohne meine Pizza leben. Ja, das ist gut, ist kein Problem. Dann übernimm Verantwortung und sag, das gönne ich mir. Wie viel mal du das gönnst, das ist auch deine Sache. Wenn es natürlich von meiner Ernährungsberatung, die ich dir empfohlen habe, die so weit wie möglich gesund sein soll, so weit wie möglich artgerecht, maximal abweicht, ja, was passiert dann? Dann wirst du eben dein Ziel, das du dir gesteckt hast, das heißt, du hast dir was vorgenommen, wie du aussehen möchtest, wirst du vielleicht entweder viel, viel, viel länger, also viel, viel später erreichen, oder eventuell besteht die Gefahr, dass du es gar nie erreichen wirst. Das kommt darauf an, inwieweit du deine Ernährung selbst gestaltest und die nicht zu meinen Vorgaben passt. Also, Freunde, keine Panik, wenn ihr bei mir in der Ernährungsberatung seid, seid immer noch eigenverantwortlich. Das heißt, ihr dürft eigenverantwortlich machen, das, was ihr für richtig hält. Dass ich natürlich in meine Ernährungsplanung keine Pizza draufstelle, keine Pasta in Form von Gorgonzola-Pasta und so weiter draufstelle, das ist, glaube ich, ein Stück weit oder sollte verständlich sein. Also, immer wieder ganz wichtig, wenn ich was benötige, wenn ich dringend für meinen Lebensluxus gewisse Dinge brauche, die natürlich eben nicht so artgerecht sind, wie sie sein sollten, dann nutze ich die, genieße die
und sage, okay, eigenverantwortlich habe ich mir das gegönnt. Es ist mir klar, dass wenn ich jetzt eine Pizza gegessen habe, die 1200 Kalorien hat und ich pro Training eben nur 600 verbrauche, dass es nicht förderlich war. Ist ja überhaupt kein Problem. Dann weiß ich das und lebe damit, gehe aber nicht her und mache andere Menschen verantwortlich und sage, ja, aber, sondern ich weiß, ich habe zu viel gegessen, ich habe das Falsche gegessen, ich habe zu belastet gegessen, ich habe zu viel Kalorien zu mir geführt. Und somit kann das Ergebnis, das Wunschergebnis, was ich mir vorgestellt habe, eben nicht in dieser kurzen Zeit auftreten, funktionieren. Und dann war es das. So easy ist es. Wie im ganzen Leben, es ist egal, was wir tun, wir müssen Verantwortung übernehmen für das, was wir tun. Und wenn wir Verantwortung übernommen haben, wissen wir, wann der Zug abfährt und wann der Zug ankommt. Und wann ich endlich fertig bin und wann ich mein Ziel erreicht habe. Das war schon, Freunde des Fitness, Sports und der Gymnastik. Andreas Limbacher, Personal aus Karlsruhe, bekannt als Mr. T, mit dem Motto: Deine Fitness, dein optimales Gewicht, meine Aufgabe.